Hallo Leon, ganz herzlich willkommen hier zu einem neuen Monatsfavoriten-Video. Und zwar habe ich diesen Monat einige Produkte, die ich euch sehr, sehr gerne zeigen möchte. Und zwar, die mir halt diesen Monat wahnsinnig viel Freude gemacht haben, die ich sehr, sehr oft benutzt habe. Und vor allen Dingen, die wirklich in meiner Beauty-Routine absolut nicht fehlen dürfen. Bist du noch nicht Abonnent meines Kanales, dann tu das doch das sehr, sehr gerne. Ich habe heute einen unglaublich sommerfarbenen Lippenstift drauf, aber der gefällt mir richtig gut. Denn es ist eine neue Formulierung, die ich gerade teste. Und zwar ist es Luna Beauty. Das ist praktisch von Manny MUA. Eine Marke, die er jetzt selbst ins Leben gerufen hat. Eine richtig schöne Farbe. Die Farbe heißt Dream Cycle. Und ich muss sagen, die gefällt mir richtig gut. Und möchtet ihr gerne wissen, was es für Monats-Hits and Fails gibt? Dann bleibt doch dran. Beginnen möchte ich das Video einfach mal mit ein paar Produkten, die ich jetzt praktisch mir aus dem letzten Holz neu gekauft habe und die ich einfach jetzt schon mehrfach auf den Augen, auf den Lippen oder so getragen habe. Das sind auch diesmal, wie gesagt, ich habe heute diesen Monat eine Lidschattenpalette, die mir wahnsinnig gut gefallen hat. Und dann möchte ich einfach auch mal ein bisschen so auf meine Complexion-Produkte, weil dadurch, dass ich schwanger bin, habe ich einfach jetzt gerade eine ganz andere verzerrte Wahrnehmung für Farben, muss ich ehrlich sagen, weil ich gerade nicht so arg farbig schminke, weil ich meines Erachtens jetzt schon ohne Kind danach irgendwie, ich weiß gar nicht, ich habe irgendwie nicht so wahnsinnig viel Kraft, praktisch Produkte, sage ich mal, zu testen oder so. Hab's aber diesen Monat geschafft, tatsächlich ganz geile Sachen zu finden. Zum einen fangen wir an mit der Jackie Einer Anastasia Beverly Hills Palette. Falls ihr es noch nicht bemerkt habt, ich habe eine wesentlich besseres, ein neues Handy gekriegt. Völlig überraschend habe ich mich doch entschieden, dass ich das Samsung Note 10 Plus mir kaufe. Und ich muss sagen, die Qualität ist der Burner, sag ich euch. Also so ein geiles Handy, also für jeden Hobby-YouTuber, der da draußen so wie ich halt auch mal immer wieder mal Videos aufnimmt. Ihr müsst dann einfach auch verstehen, viele natürlich YouTuber haben natürlich ihre geilen Cams und so. Das brauche ich ehrlich gesagt gar nicht, weil dafür nehme ich jetzt momentan halt einfach sehr wenig auf. Ich habe wieder geguckt, dass ich jetzt praktisch für Samstag und Sonntag für euch Videos habe. Ich möchte mich am Wochenende öfters jetzt mal blicken lassen, auch natürlich Mama-bezogene Sachen. Mein Schwangerschafts-Aid ist leider immer noch nicht fertig, obwohl ich schon in der 30. Woche bin. Ich gebe mir einfach sehr viel Mühe. Ich habe jetzt sehr viele Ranking-Videos für euch abgedreht, wo ich euch zeige von 1 bis 10, welche Highlighter ich besonders geil finde, welche Setting-Sprays, Powders, Bronzers und so weiter. Und möchte, wie gesagt, euch die Möglichkeit geben, auch ein bisschen noch nachträglich zu schauen, okay, was hat die Jenny nochmal im Platz 3, Platz 1 als Bronzer gut gefunden. Und ich finde die auch super bequem zum Drehen für euch. Und wie gesagt, ich zeige euch mal die Jackie Einer Palette von Anastasia Beverly Hills. Das ist das Schätzchen. Ich muss euch sagen, ich habe die diesen Monat so, so gern benutzt. Ich weiß gar nicht, warum Anastasia Beverly Hills sich gar keine Zeit mehr nimmt für die einzelnen Kollaborationen. Weil ich habe jetzt auch gesehen, dass die neue Carly Bible von Anastasia Beverly Hills Palette rauskommt. Die werde ich als Support natürlich auch kaufen, weil ich ehrlich gesagt Carly Bible unglaublich hübsch finde und auch wirklich sehr, sehr gut. Was mich halt nur einfach wahnsinnig stört, ist, dass die Kollaboration so, so hardcore schnell rauskommen, sie gerade mal eine Woche Showzeit bekommen und anschließend wieder neue Paletten von der Firma rauskommen. Und das ist halt einfach für die Firma, finde ich, super beschissen, weil ich sag mal so, eigentlich, ihr habt gerade eine gekauft und dann kauft ihr wieder eine und dann seid ihr wieder beim Kaufen. Und das ist halt mega schlecht. Ich kann euch halt nur sagen, ich habe die damals gekauft beim Beauty Bay Sale für 20% weniger. Das ist eine so schöne Palette. Ich habe 40 Euro bezahlt. Ich versuche es immer nah. Und übrigens, der Autofokus funktioniert bei der Handykamera natürlich wieder Bombe. Ja, weil beim anderen Handy hat es wieder nicht mehr so funktioniert. Auf jeden Fall eine unglaublich gute Palette. Ich liebe diese Palette. Wir werden noch Anfang November heiraten. Und das wird meine Hochzeitspalette werden. Lasst euch überraschen, weil ich eigentlich sowohl für das eine wie auch für das andere Kleid, ich werde zwei Kleider tragen, praktisch immer schöne Töne hier drin sind. Und ich liebe diese Palette einfach. Und wenn wir schon mal bei der Sache Complexion sind. Ich habe jetzt praktisch durch meine Schwangerschaft natürlich auch eine andere Haut bekommen und habe zwei Produkte für mich entdeckt, die wirklich so gut funktionieren eigentlich. Und zwar ist das einmal der Milk Hydro Grip Primer von Milk Makeup. Und zwar ist das hier dieser hier. Den Milk Makeup ist ganz neu jetzt bei Sephora Deutschland praktisch online gegangen. Und auch in einem Sephora Store haben die einen eigenen Aufsteller bekommen. Das ist so ein, weiß ich nicht, feuchtigkeitsspendender Primer, den ich nur auf die T-Zone gebe, weil
Ich habe jetzt ein bisschen andere Haut bekommen, wie ich es vorher gehabt habe. Ich bin jetzt wesentlich fettiger, zum Beispiel auch in den Außenbereichen. Ich zeige euch auch später in meinen Favoriten, beziehungsweise Hits and Misses, den Highlighter, den ich trage. Und muss einfach sagen, der ist wirklich wahnsinnig gut. Ja, und ich liebe den einfach. Der kostet 30 Euro. Es ist kein billiges Produkt, Leute. Ich würde euch anlügen, wenn es nicht so wäre. Aber es ist wirklich kein billiges Produkt, kostet 30 Euro. Aber ich muss sagen, die Flasche hält euch ewig. Ihr müsst nur einen Pumpstoß benutzen. Es sind die T-Zonen auftragen und perfekt. Dann, ich stehe gerade auf diesen möchte gern schwangeren Glow, weil durch meine wahnsinnig starke Übelkeit dieser Glow mir irgendwie enthalten geblieben ist. Und habe jetzt praktisch für mich von Glow Recipe das Watermelon Glow Ultra Fine Mist. Leute, der hat einen so tollen, ich versuche es mal euch zu zeigen, so tollen Mist, ja. Ich meine, ich habe es mich jetzt angesprüht. Instant seht ihr, dass ich einen ganz, ganz zarten Hauch an Glow bekomme. Da sind praktisch so kleine Ölpartikel drin und riecht unglaublich lecker nach Wassermelone. Ist ein wahnsinnig schönes Produkt, muss ich euch sagen. Und ich bin so, so hardcore begeistert. Allerdings, wie bei allem, es ist auch wieder nicht billig. Das kostet auch so um die 28 Euro. Wartet bitte bei Douglas, bis ihr mal 20% habt oder irgendwie mal so einen coolen Sale abwarte, so, weil das wirklich nicht wenig Geld ist. Da muss ich einfach sagen, das muss man einfach ganz klar sagen. Das ist einfach wahnsinnig viel Geld. Und muss aber auch sagen, lohnt sich auf jeden Fall. Für das Setten der Haut. Ich habe eine ganze Zeit lang, und zwar da oben fliegt es rum, habe ich das Urban Decay All-Nighter Spray benutzt. Habe aber einfach feststellen müssen, dass es einfach von der Menge, dass ich halt brauche, auch ganz schnell leer geht. Und ich habe jetzt mal probiert, das Slay All Day Setting Spray von Gerard Cosmetics. Allerdings muss man da sagen, da ist auch Alkohol drin. Ja, ich benutze es ganz, ganz wenig, weil ich möchte jetzt auch nicht durch die Schwangerschaft so viel über meine Haut aufnehmen. Und benutze da praktisch nur ein, zwei Sprüher. Ja, und das Make-up hebt wie festgebeppt. Also das ist jetzt die Geruchsrichtung Jasmin. Das ist sehr indisch, sehr orientalisch. Hab mir aber jetzt beim Beauty Base Sale noch das Kokosnuss, was sehr viel geiler riecht, ja. Und muss einfach sagen, das ist ein so, so tolles. Also der Mister ist auch toll, was halt geil ist, Leute. Schmeißt diese Flaschen nicht weg, denn ihr könnt die wieder benutzen. Das habe ich tatsächlich diesen Monat gemacht. Und zwar, ich liebe von Love diesen 3-in-1 Matte and Fix Spray. Und ich habe den aufgedreht und habe hier ein Mario Badescu Aloe Vera, glaube Cucumber, also mit Gurke Wasser reingekippt. Und da ist der Mister halt so richtig toll, sodass ich halt auch so ein ultra fein Mist. Ich habe die ganzen Flaschen ausgewaschen, ich habe die jetzt behalten und fülle die mir halt um. Es ist halt sehr kostenintensiv. Also ich zum Beispiel werde das Fix Plus von MAC nicht mehr kaufen, weil mir das persönlich von der Konsistenz ja nicht so gut gefällt. Und dann habe ich noch mal eine Foundation, wo ich wirklich hardcore begeistert bin. Hätte ich gar nicht gedacht. Und zwar ist es die Zoeva Foundation, und zwar die Authentic Skin Natural Luminous Foundation, habe ich in der Farbe 240N in Gratitude. Das ist auch die Foundation, die ich gerade drauf trage. Und Leute, ich hätte das niemals gedacht, wie schön die eigentlich sitzt. Man geht ja immer, wenn man so fettige Haut hat, einfach mal diesen Luminous Skin Foundations komplett aus dem Weg. Ich konnte es allerdings nicht mehr verstehen, als ich die getestet habe. Die ist super schön zum Verteilen. Ich benutze dafür halt, also ich bin halt so ein Ebelin-Schwamm-Mensch, also ich liebe die Ebelin-Schwämme. Ich habe kann noch nie wirklich, ich habe einmal einen Beauty Blender benutzt, muss aber sagen, da war ich hardcore enttäuscht. Für 20 Euro habe ich mir halt so einen richtig großen, squishy, keine Ahnung was gewünscht, aber das war halt nicht so. Und ich muss halt sagen, das ist auch ein wunderschönes Packaging, ist halt richtig schön sleek, ist halt natürlich schnell dreckig, weil es wie so Klavierlack funktioniert, ja. Eine sehr, sehr schön, und auch zum Beispiel, das ist auch, wie gesagt, ich habe jetzt versucht, mal das, was ich gerne mag, auch im Gesicht zu tragen. Super, super schöne Foundation, die luminous ist und mir einfach auch wahnsinnig gut gefällt. Und vor allen Dingen, ihr habt ein sehr natürliches Finish, ihr habt nicht praktisch so ein
hardcore getrocknetes Finish. Ich habe zum Beispiel diesen Monat auch in meinem Monatsfavoriten ein absolutes Puderprodukt, was ich echt nur noch empfehlen kann. Das wäre das Sephora Puder. Das ist eine Foundation, also praktisch eine Puder-Foundation, die ich, versuche es euch mal zu zeigen. Ich habe jetzt schon Hit the Pan erreicht, ja. Da geht ihr praktisch in die Ding und geht praktisch unter eure Augen und macht praktisch, ihr seid instant wieder matt. Also ich versuche euch das mal zu zeigen, ja. Ich habe das halt mir in die Tasche gesteckt, weil ich diesen Monat halt auch einmal einige Termine hatte beim Frauenarzt oder sonst was. Und ich ja eh das Gefühl habe, dass manche Schwangere plötzlich aufhören, sich zu schminken. Ich weiß gar nicht, warum. Ich zum Beispiel, ich bin immer super gerne geschminkt, ja. Und das ist die Farbe Vanilla. Das ist das, ich zeige euch mal, wie das, was da hinten drauf steht. Das ist Sephora Vanilla Puder. Da steht drauf, Matte Perfecting Powder Foundation. Das ist der Hammer, sage ich euch. Die Foundation ist praktisch so. Da ist eigentlich so eine Quaste unten drunter. Ich benutze aber dann nur solche Pinsel und dann trage ich die in der T-Zone auf und kann damit praktisch wieder loslaufen und fertig. Ich habe mir jetzt ein zweites davon gegönnt. Also ich brauche nochmal eine andere Farbe. Beziehungsweise eine andere Farbe. Ich habe die Farbe Vanilla, weil ich tatsächlich das Puder nur unter den Augen benutze und in der T-Zone und der Rest wird eh gebronzt, ja. Und muss euch einfach sagen, dass mir das so, so gut gefällt, das Puder. Es kriecht nicht in meine Falten. Ich muss auch sagen, ich habe heute so einen richtig guten Skin Day. Und das ist mittlerweile mit dem Puder jeden Tag der Fall. Ich gucke mal, dass ich ganz nah rankomme. Aber außer, dass ich jetzt wieder geschmiert habe hier, ja. Also es ist wirklich ein super smoothes Ergebnis. Also ich bin auch, ich sehe wirklich so gefotoshoppt aus. Ich habe hier auch auf dieser Kamera keinen Filter. Also so sehe ich aus. Das ist jetzt mein Gesicht. Und der Bronzer, den ich halt gerne dazu paare, ist dieser Fenty Bronzer. Das ist der Sunstalker Bronzer in der Farbe Shady Biz. Ich habe die hellste Light Medium tatsächlich. Und ich habe eigentlich gedacht, dass bei denen das ein bisschen anders gestaffelt ist. Aber wenn ihr zum Beispiel so einen Ton seid wie ich, so ein bisschen Oliv, bisschen auch in Medium Tan rein, dann würde ich euch echt empfehlen, tatsächlich den helleren zu benutzen, weil ich finde, der macht einfach einen softeren Look, weil ich habe den dunkleren davon getestet. Ich weiß nicht, wie der heißt, irgendwas mit Island. Da ist der schon wieder zu orange und das hat mir jetzt wieder nicht gefallen, aber das kann ich auch sehr, sehr krass empfehlen. Ich muss sagen, ich habe schon echt einiges davon benutzt und muss sagen, sie ist so schön, wirklich. Also ich kann sie nur empfehlen. Das ist jetzt keine Oh-Wow-Wow-Palette, die ihr unbedingt alle haben müsst, weil ihr die Farben nicht besitzt. Aber die Duochromes, die sind wirklich mega besonders. Die sind der Hammer, sage ich euch. Und sowas habe ich auch noch nie, noch in meinem ganzen Leben nicht bei einer so günstigen Palette gesehen. Also gerade die Farbe finde ich wunderschön. Ich habe jetzt mal drei Farben, die ich euch zeigen kann. Das ist dieses Braun-Grün, was es ja auch von MAC als Pigment gibt, ja. Und das da zum Beispiel sind die ganzen, und das ist wirklich eine unglaublich schöne Palette, die mir zum Beispiel sehr viel Freude gemacht hat. Ich kann zum Beispiel, das ist halt so eine Palette, die ich zum Beispiel nehmen würde, wenn ich in den Urlaub gehe. Weil sie hat eigentlich alles, was ihr braucht an Paletten und Produkten, wo ich sage, hey, ha, ja, das ist so, ihr wisst, ihr könnt praktisch mit der, also ich finde auch die Verpackung sehr schön, also ich finde auch das Format sehr schön, das erinnert mich so an Zoeva-Paletten. Und ich muss einfach sagen, hier unten könnt ihr praktisch schon mal eure Grundsubstanz praktisch bilden. Und dann setzt ihr halt geile Duochromes auf und es sieht einfach so, so schön aus. Da bin ich persönlich hardcore von begeistert. So, meine Lieben, das war's auch schon mit meinem Monatsfavoriten. Diesen Monat waren es tatsächlich weniger Favoriten, wie ihr es sonst von mir gewohnt seid. Morgen kommt ein Beauty-Haul nochmal für euch online, dass ich euch nochmal ein bisschen zeige, was ich so die letzten Wochen und Monate eingekauft, beziehungsweise letzten zwei Wochen eingekauft habe. Da sind wirklich coole Produkte dabei, die ich jetzt auch jetzt demnächst mal testen werde und so langsam für euch Videos online kommen. Und wie gesagt, ich hoffe, ich habe den Monat kaum Fails gehabt. Ich habe jetzt ehrlich gesagt, durch die Schwangerschaft ganz wenig Neues gekauft und muss euch einfach sagen, ich bin da super dankbar darüber, dass ich einfach wunderschöne Produkte entdeckt habe, ja, und einfach auch dankbar darüber bin.
dass ich jetzt einfach so mittlerweile ein ganz gutes Händchen dafür habe, was gut und was schlecht ist. Und ich hoffe auf jeden Fall, euch beim nächsten Video wiederzusehen. Wir sehen uns auf jeden Fall morgen bei einem neuen Video wieder. Ich weiß noch nicht, wie viel Uhr, aber ihr werdet mich genau in demselben Make-up sehen, weil ich halt, wenn ich mal drehe, mich auf jeden Fall hinsetzen muss. Weil ansonsten bin ich entweder müde oder ich übergebe mich. Und wir sehen uns auf jeden Fall im nächsten Video wieder, meine Lieben. Und bleibt gesund und bis bald.